Ja, hallo. Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Power Rangers Super Legend. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja mit den Operation Overdrive Rangers gekämpft und erfahren, dass es Probleme in der Zeit gab, dass Lord Zedd die Zeitkristalle gestohlen hat, beziehungsweise sie sind überall verstreut in der Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Und wir natürlich als Rangers müssen jetzt diese Kristalle zurückholen, bevor das Böse siegen kann. Unser erster Kampf war ja, wie schon erwähnt, mit den Operation Overdrive gegen Moltor in der Wüste. Und wir fangen jetzt an mit dem zweiten Kapitel, beziehungsweise Level 2. Und los. Oh, okay, gut. Also als erstes müssen wir Level-Auswahl machen. Hier sehen wir nochmal unseren Rang, den wir errungen hatten. Und Megazord-Kampf. Oh, jetzt wird's interessant. Overdrive! Einsatz! Kämpfen. Drücke im Wahnsinnstempo die Taste und erreiche das Maximum des Energiebalken, um zu gewinnen. Okay, das ist jetzt so eine Drücksache. Mal an. Komm doch her! Ja, genau, komm her, wenn du was willst. Angriff. Führe die Tastenkombination aus, um das Maximum des Energieballs zu erreichen. Oh, das wird, ja. Bringe die Blitzanzeige zum Leuchten, um zusätzlichen Schaden anzurichten. So, was muss man machen? So. Und ja, gut, haben wir jetzt eine volle Power, ich weiß es nicht. Und nimm das! Ja, das nochmal. Oh, und nochmal angreifen. Also hier müssen wir einfach bloß Tasten drücken. Entweder Angriff oder Ausweichen. Verteidigen. Führe die Tastenkombination aus durch, um das Maximum des Energieballs zu erreichen, um den Gegner zu den Blitzanzeige zu löschen, um einen Gegenangriff durchzuführen. Ja. Mal gucken. Und ich wünschte, Papa könnte das sehen. Ja. Brauchst du Feuer? Jetzt setzt es was, Kleiner! Ja, damit... Cool! Große Klappe, nichts dahinter. Und was ist jetzt mit dem Stein? Wie der wohl aufgeht? Hey! Archäologen sollten vorsichtig sein! Power Rangers! Wer bist du? Ich bin der Omega Ranger. Hüter der Halle der Legenden, in der sich das Wissen um alle Power Rangers befindet. Ich zeichne die Taten der Rangers für die Nachwelt auf. Eine Art Power Ranger-Historiker? So ungefähr. Ich bin leider mit einem Zeitfluch belegt und kann die Halle der Legenden nicht verlassen. Ich brauche eure Hilfe. Das Artefakt in euren Händen ist vielleicht unsere einzige Hoffnung. Was meinst du, Will? Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Wir müssen die Zeit korrigieren. Der Chronostein bringt euch anschließend wieder in eure Zeitlinie. Okay, holen wir die anderen. Das geht nicht. Der Stein kann nur zwei Personen aus einer Zeitlinie transportieren. Mehr als zwei könnten ihn zerstören. Nicht gut.
Schnell, bevor sich der Spalt schließt. Ja, das war ja mal sehr gut. Jetzt wissen wir erstmal Bescheid. Haben jetzt unseren ersten Kampf gehabt und fangen natürlich gleich mit dem nächsten Level an. Wow! Fantastisch! Willkommen in der Halle der Legenden. Ich werde euch später alles genau zeigen. Jetzt kommt es auf jede Sekunde an. Wir müssen die anderen Zeitlinien nach Rangers absuchen. Das wird langsam etwas haarig. Etwas? Trakina hat die Verteidigung von Terror Venture eingenommen. Jetzt gibt es nur noch eins. Los, lasst uns Käfer jagen. Na, die kennen wir doch auch. Wenn das nicht die Lost Galaxy Rangers sind. Ja, wir spielen den roten Lost Galaxy Ranger. Sehr schön, sehr schön. Oh, sehr gut. Ah, schöne Waffen. Das ist halt das Schöne an diesem Legend. Man spielt wirklich jeden Ranger. Von den allerersten Mighty Morphins bis hin zu den letzten Fächer am Boot oder in der Luft und dann die Kriegstufe. Ah! Yep, yep. Oh. Ah. Ja. Diese Abwechslung ist schon dabei. Au, ah! Am Boden. Boah. Ah. So war das jetzt nochmal. Gut. Muss mich erstmal reinfitzen. Weil ich jetzt viel drücken muss, aber so geht's natürlich auch. Schwupp. Ihr habt es ja schon gehört, wir müssen gegen Trakina kämpfen. Ja, Kong war und jetzt zu diesem Monster. Sie sah damals aus wie ein Mensch, und jetzt ist sie eben dieses Monster. Aua. Alter, komm her. Ja. Zack. Also genug. Nein. Aber jetzt. Jetzt aber genug. Oh, oh, wow. Das muss man mir vorher mal sagen, dass man hier explodieren kann. Was sind das für Dinge? Kann man die vielleicht zuschießen? Nein, komm mal mit. Das reicht, Trakina! Du wirst Terra Venture nicht zerstören! Wir werden sehen! Tötet sie! Das war also Trakina. Komm her, zack. Kombo-Ziel geschafft. Das ist doch schon mal gut. Ich fällt hier ein, mich anzugreifen. Aua. Nein, ich bin gekauft. Ah. Verdammt. Das ist halt das nicht. Aua. Jetzt hör doch mal auf hier. Mensch, ich bin sauer. Jetzt reicht's. Na ja, gut, die sind schon ein bisschen stärker.
glaube nicht, dass ich so oft wiederkommen werde. Deswegen muss ich jetzt auch mal das Spiel kaufen. Wissen, welches Serie, also Staffel das wäre. Galaxy kam nach dem Finale von Power Ranger in Space, da ja die ersten beiden Mighty Morphins und Sio und Topo und wie gesagt in Space gehörten alle zusammen und in Space war dann auch die allerletzte offizielle Staffel in dem Sinne von den ganzen Power Rangers, von den Älteren, die von Anfang an dabei waren. Und bei Turbo ist es, bei Galaxy ist es halt so, dass manche